schönen guten Abend. Ich bin die Raquel Crawford. Wenn sich in der Berliner Repräsentanz auf den roten Teppich die Gäste drängeln und das Blitzlichtgewitter losgeht, dann ist wieder Partyzeit. Mehr als 600 Persönlichkeiten aus Medien, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft werden heute erwartet. Das Motto dieses berauschenden Fests lautet Boost the Next Level. Ich habe einige der prominenten Gäste gefragt, was für einen Booster sie sich wünschen. Das kann ja einer für ihr Selbstbewusstsein, Energielevel, Karriere, Motivation oder gar ein Liebesbooster sein. Größte Star für mich hier auf dem roten Teppich ist jetzt momentan Rob Dorff. Noch ist der rote Teppich leer. Aber wie ihr gleich sehen werdet, lassen die prominenten Gäste nicht länger auf sich warten, denn wenn der Mediendienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann lädt, kommen sie alle. Mit weltweit 165.000 Mitarbeitenden ist das Unternehmen in rund 50 Ländern der Welt aktiv. Zum Konzernverbund gehört das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG und so weiter und so fort. Frau Mohn, heute laden Sie ein zur Bertelsmanns Party. Wie wichtig ist Ihnen das? Ich glaube, dass nach diesen 4 Jahren der Pandemie, wo wir es nicht machen konnten, wir viel gelernt haben und auch noch lernen müssen. Und dass wir die Gelegenheit haben, in dieser Größenordnung mit so viel über 600 Personen hier uns zu sehen, zu treffen, Gedankenaustausch. Ich finde, das ist einfach etwas, wo wir uns alle darauf freuen dürfen. Das ganze läuft unter dem Motto Boost the Next Level. Was genau konkret bedeutet das? Dass die Welt sich sehr schnell bewegt. Und gerade ein Medienhaus wie Bertelsmann hat das natürlich auch sehr, sehr, sehr miterlebt, sehr intensiv, auch für die Mitarbeiter. Aber ich bin gespannt, was man noch alles lernen darf. Und wenn wir neugierig sind und es umsetzen, werden wir auch das schaffen. Danke. Sehr schönen Abend, danke. Danke. Ihr persönlicher Boost? Meine Frau. Das Ganze, die Party läuft unter dem Motto Boost Next Level. Was für einen Boost würdest du dir jetzt momentan wünschen oder wunschlos glücklich? Nee, ich bin eigentlich total happy. Eigentlich bin ich total glücklich mit dem, mit meinem beruflich, mit privat, mit Familie, alle gesund, alles fein. Mein persönlicher Boost ist einfach das Leben genießen. Dankeschön. Thank you so much. Auf Wiedersehen. Stefanie, ganz kurz? Ganz kurz? Nein? Oh, mein Boost ist erstmal, dass wir mit unseren ganzen Unternehmen am Markt bleiben, dass wir uns alle tapfer in diesen schwierigen Zeiten behaupten. Und wir haben gar keine großen Pläne, sondern wir haben nur noch Pläne, unter diesen schwierigen Bedingungen weiterhin als mittelständisches Familienunternehmen mit 335-jähriger Tradition am Markt zu bleiben. So anspruchslos ist man geworden im Laufe der Zeit, weil die Umwelt heute eine andere ist, als sie noch vor einiger Zeit war. Aber Aufgaben muss man annehmen und Herausforderungen muss man akzeptieren. Ohne zu klagen, einfach versuchen durchzukommen. Alles Gute, danke. Dankeschön. Das Motto lautet Boost the Next Level. Was ist dein persönlicher Boost für die kommenden Tage oder Jahr? Kurkuma-Ingwer-Shots am Morgen. Das ist ein guter Boost. Und der Sternenboost natürlich. Mein Next Level bestand erstmal darin, den Level zu halten, nämlich dass der VfB erstklassig bleibt. Das hat er Gott sei Dank geschafft. Und jetzt gilt es darum, dafür zu sorgen, dass wir nächste Saison nicht mehr gegen den Abstieg spielen. Super, danke schön. Bitte, ciao. Alles, was ich mache, ist für mich ein Boost. Also ich komme von ganz unten und habe mich bis zur Multimillionärin hochgearbeitet. Und ich bin sehr dankbar und humble und freue mich einfach. Klasse, danke schön. Danke. Überall steht Boost, the next level. Was ist euer persönlicher Boost für dieses Jahr? Also es hört sich für mich ehrlich gesagt ganz dolle spontan nach Alkohol an. Also auf jeden Fall, wenn es den Drink noch nicht gibt, so ich werde ihn heute Abend erfinden. Also ich versuche mal ein bisschen gesünder mit Vitaminen, Safte. Saft ist mein Vitaminboost. Absolut, ein bisschen Sport dieses Jahr. Was los? Boost, du gehst bei uns, unser Projekt, wir machen ja ein Projekt in Uganda und wir gehen aufs nächste Level. Wir boosten quasi unsere Dorfschule auf ein Bildungszentrum internationalen Levels. Den Turbo-Boost. Bestimmt RTL dabei, nicht TV Berlin, oder? Noch nicht, aber wir sehen mal Sinn. Wir können ja machen. Sonst kommt ihr zu uns, ja? Mein persönlicher Boost für dieses Jahr wäre
Mitarbeiter in meinem Restaurant zu finden und Mitarbeiterinnen. Die suche ich immer noch verzweifelt. Und wenn ich da jemanden finden würde, das war für mich der Boost 2023. Und wir sind kein schlechter Arbeitgeber. Wir haben am Sonntag geschlossen, wir haben am Feiertag geschlossen. Wir haben wechselnde Schichten. Es ist echt toll bei uns. Schmitz & Co. in Steglitz-Friedenau. Motto ist ja Boost the next level. Was wäre denn für Sie ein persönlicher Boost noch? Sie haben ja so viel abgenommen, das ist wahrscheinlich... Der Level reicht mir jetzt. Ich will also kein Knochengericht, ich will auch nicht Mr. Germany werden und nicht unter den Alten. Ich fühle mich gesund, ich fühle mich frisch. Das ist entscheidend. Okay, jetzt legt ja die Bertelsmanns ein. Und wie findet ihr das und worauf freut ihr euch am meisten heute? Also ich war noch nicht hier. Und ich muss sagen, das sind ja schon die deutschen Oscars hier so ein bisschen, ne? Das ist schon sehr groß aufgezogen. Also ich bin mal gespannt, was da drin so alles passieren wird. Aber ich freue mich auf einen wunderschönen Abend. Okay, das Motto ist Boost the next level. Was ist euer persönlicher Boost für dieses Jahr? Ja, mein Boost ist er. Mein sehr. Da haben wir es auch schon. Besser geht's nicht. Dein Boost war ja schon im Februar, als du Dschungelkönigin geworden bist. Wünsche dir noch mehr? Ja, und es kommt auch noch mehr. Also ich muss sagen, das Jahr läuft sehr, sehr gut für mich. Kannst du schon was verraten, was dein Boost ist? Nein. Dann werde ich einfach RTL schauen. RTL auf alle Fälle, ja. Was ist denn Ihr Boost für die kommenden Tage, ja? So fröhlich und optimistisch zu bleiben, wie ich bin, mehr geht eigentlich nicht. Und dass es uns insgesamt weiterhin so gut geht. Wir können uns freuen, dass, wenn wir uns das weltweit vergleichen, wir noch auf einem sehr hohen Level sehr vernünftig leben können. Also mein Boost ist eigentlich für mich, meine Familie öfter wieder mal zu viert zusammenzubringen, weil Deo jetzt in den USA ist und natürlich immer nur gelegentlich hier. Und beruflich gesehen habe ich eine Produktionsfirma gegründet, Modern Talking GmbH. Und mir geht es eigentlich darum, hauptsächlich TV-Formate zu entwickeln, keine Filme und auch keine Kinofilme. Es handelt sich rein um TV-Formate. Und eins habe ich ja inzwischen auch mit Magenta TV, was ziemlich erfolgreich läuft. Die Sendung heißt ja auch selber Modern Talking. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir wahnsinnig Spaß bringt und deswegen wird man da bestimmt auch noch mehr von mir hören machen. Wir sind sehr gespannt und freuen uns. Danke. Nachdenken. Also ich bin so von Natur aus schon immer so geboostet. Also das ist jetzt das neue Inwort, ja? Was ist der neue Boost? Boah. Ja, letztes Jahr war es Me-Time und ich wollte gerade sagen, letztes Jahr wurden wir geboostet, jetzt machen wir was anderes. Ach, ich muss gestehen, für mich ist es immer so, ich will möglichst viel Spaß haben und möglichst eine gute Zeit in meinem Leben. Und das versuche ich immer. Was ist denn dein persönlicher Boost für dieses Jahr? Sonnencreme. Ganz viel Sonnenmilch, ganz viel Sonnencreme, weil sonst sieht man so aus wie ich. Ich habe mein ganzes Gesicht so ein bisschen wie so ein Ei, wie so frisch aus dem Ei gepellt, weil ich mich nicht eingecremt habe. Ich habe eine 20er benutzt, aber hätte, glaube ich, eine 50er benutzen sollen. Und deswegen habe ich so ein bisschen Hautirritation, also eincremen, ganz wichtig. Mein Boost ist jeder Tag immer neu. Und das sage ich jetzt nicht nur so trivial, sondern ganz ehrlich, ich freue mich wirklich über jeden Tag, wo die Dinge einigermaßen gut sind. Wir haben genug Ärger um uns herum, Krisen, alles. Und für uns persönlich und mich persönlich, aber auch für Grit und viele andere der Freunde, ist es vor allem wichtig, einfach immer den jeweils einzelnen Tag zu genießen und den auch als eine Herausforderung, als eine schöne Herausforderung zu sehen. Das ist der Boost. Das Motto lautet Boost the next level. Was wäre denn Ihr Boost für das kommende Jahr? Geschwindigkeit. So, der Kanzler hat recht. Wir müssen schneller werden und deswegen, wenn wir da einen Boost reinkriegen und heute Abend der Startschuss ist, das wäre sehr gut. Ja, Boost. Ich booste mich einen ganzen Tag schon. Also mein Lieblingsboost ist ja mein Schönheitschirurg, weil der hat mir letztens eine Fettwegspritze gemacht. Und als nächstes macht er mir die Jawline, dass ich ganz jung und ganz schlank aussehe. Das ist ja das Wichtigste, verstehst du? Ich komme ja in ein Alter, da fällt es auseinander ein bisschen. Da muss man restaurieren und renovieren. Das muss wie bei einem guten Haus, verstehst du? Und in der Politik, was wünscht ihr da an Boostering? Ach, naja, gut, jetzt haben wir ja Kai Wegner als neuen Bürgermeister. Der wird jetzt aufräumen überall. Da freue ich mich sehr. Ist er eigentlich schon da? Nee, wir warten auf ihn. Ja. Ah gut, ja. Ich auch. Weil Kai, weil ich darf als Einziger sagen, dass er mein Kai ist. Ich will es nur sagen, wir sind ja unter uns, ist mein Kai. Also, falls es jemand... Weshalb kommst du zu dieser Ehre? Das weiß ich auch nicht so genau, aber wir mögen uns sehr gerne. Vielleicht liegt es daran, dass ich doch irgendwie sympathisch bin. Aber
aber nur irgendwie. Hier sind ja so viele Stars, du bist einer unter anderem, aber man wartet doch auf den regierenden Bürgermeister schon. Ja, also Kai, ich sag dir gleich, falls du das hörst, komm bitte schnell, die Leute warten alle auf dich. Es ist Michael Müller schon da, Klaus Wowereit, alle ehemaligen Bürgermeister, also Klaus, Kai, wo bist du denn? Wegen einer Bundesinnenministersitzung habe ich den Regierenden verpasst. Also stürze ich mich jetzt ins Partygetümmel. Auf vier exklusiv dekorierten Etagen mit einer Dachterrasse, die einer der herrlichsten Rundblicke über die historische Mitte Berlins verschafft, genossen die zahlreichen Gäste und auch ich die besondere Atmosphäre in der Hauptstadtrepräsentanz von Bertelsmann.